Hallo! Hallo! Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute G vorstellen. Ja. G ist aus Korea. Ich habe sie vor 2 Wochen am Flughafen abgeholt. Mhm. Und wir haben heute koreanisches Essen gemacht. Ja. G, woher kommst du? Ich komme aus Südkorea. Südkorea? Südkorea. Nein. Süd. Süd. Südkorea. Süd. Ja, de. Ja. Ja. Und wir haben heute für euch Kimchi gemacht, so gut wie es ging, weil in Deutschland gibt es natürlich andere, andere Produkte als in Korea, aber wir haben in einem Asiamarkt die meisten Sachen aus Korea gefunden und haben jetzt sozusagen Kimchi selbst gemacht und wir sind sehr gespannt, ob es schmeckt. Ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video, wir probieren das Ganze jetzt erstmal. Du zuerst? Du. Ich zuerst. Chopstick. Sehr gut. Ne? Ne? Chocolate 잘해요. Ha! Oh, so gut. Wirklich? Ne. 진짜? Mhm. Es war ja koreanisch? Ja. Ja. Okay. Kimchi. Wir gemacht. Ja. Wir haben gemacht. Wir haben. Ja. Selbst gemacht. Gut. Sehr gut. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Video. Tschüss. Tschüss. Annyeong. Annyeong. Wir brauchen Pechu. Pechu, Chinakohl. Ja. Instead of Kanari Ekjot. Fischsoße. Manel. Manel, Knoblauch. Yangpa. Yangpa, Zwiebeln. Sengang. Sengang. Ingwer. Zucker. Soltang. Soltang? Ja. Sogum. Sogum, Salz. Pa. Und Pa. Ja. Also Frühlingszwiebeln. Und Gochugaru. Oh, Gochugaru. Ja. Ist Chilipulver. Ja. Koreanisches. Ja, genau. Ja. Das brauchen wir jetzt, um Kimchi zu machen. Erst in die Hälfte schneiden. Gut, gut. Noch mal klein, ja? Noch zu klein. Das ist besser. Sogume 절입니다. So wie ihr seht, muss man jetzt überall so ein bisschen Salz drüber geben und das in alle Schichten, weil ich habe nur so kleine Schüsseln, also für deutsche Verhältnisse große, aber für koreanische Verhältnisse kleine Schüsseln. So, dann decken wir das ab, damit der Kohl auch wirklich im Wasser drin liegt. So. Ja. Schade. So, wir brauchen also hier nochmal die geschnittenen Pa. Tangen. Tangen. Ginger. Sengang. Wie? Sengang. Sengang. Yangpa. Yangpa. Manel. Und Manel. Und das alles kommt hier rein. So? Oder mehr? Mehr. Ganz in mehr. Okay. Wasser. Ja. So, wir haben jetzt erstmal die... Pass.
Wir haben erstmal Paar klein gehäckselt und dann noch Mandelwa, Sengang, Grego, Yangpa. Genau. Und das Ganze stinkt furchtbar. Aber es ist Kimchi. Mehr Salz. Oh? Mehr Salz. Okay. Hier ist gern, aber das. Oh, okay. Ist nicht gern. Na, aber. So, wir haben hier jetzt Reis drin, der schon gekocht ist, den wir vorhin von einem Bibimbap-Rezept noch hatten. Haben da jetzt das Wasser noch drin gelassen, was vom Reis noch übrig war. Mhm. Und mixen das Ganze jetzt hier mit meinem kleinen Mixer. Der gemixte Reis ist jetzt hier dran in einem Topf, dass wir das nochmal aufkochen, damit es ein bisschen klebriger wird. So ein bisschen wie Leim, würde ich denken. Und dann zeige ich euch gleich, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig gekocht ist. Also wir machen von beiden nur die Hälfte rein, weil wir ziemlich viel Ingwer haben. Und wenn genau. Der Geschmack noch nicht ausreicht, können wir noch mehr hinzufügen. Nee. Und das Carrot auch. Karotten nur? Und Karot auch. Ist. Und das auch. Und Pado 넣어주세요. Okay. Mixen. Hm? Ja. Ich finde mehr. Half mehr. Zwei Gläser von wie heißt das? Gochugaru. Oh. Gochugaru? Ja. Zwei Gläser Gochugaru? Ja. Genau. Okay. Wir haben jetzt 3 Teelöffel Zucker hinzugefügt. So, jetzt mixen wir das Ganze, so sieht das jetzt aus. Mhm. Und, spannend. Wasser. Wasser. Mehr Strong, bitte. Ja, mehr. Aggressiv. Und? Mehr Wasser? Mehr Wasser. Oh, okay. Jetzt fügen wir noch das Reiswasser hinzu, was so ein bisschen klebrig ist wie Leim. Mehr? Ja. Reicht? Ja. Heiß. Ja. So sieht das jetzt erstmal fertig aus, also zumindest die Paste. Wir haben hier immer noch ein bisschen, je nach Geschmack, Salz hinzugefügt, Sojasauce hinzugefügt oder eben noch Fischsoße. Da müsst ihr selber schauen, wie geschmacksvoll ihr es haben wollt. Wir haben da jetzt einfach ein bisschen rumprobiert und haben dann auch ein bisschen von dem Chinakohl schon genommen, um zu testen, ob es vom Geschmack das ist, was wir haben möchten. So, wir haben jetzt das Wasser rausgelassen, das Salzwasser, und waschen das jetzt, damit das ganze Salzige erstmal von dem Kohl weg ist. Ja. Jetzt vermischen wir das Ganze mit der Paste, die wir angerührt haben. Ein Video. Okay.